Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Das wollte ich schon. Jetzt war das. Oh, nein, den will ich jetzt gerade nicht. Entdeckt Hafterwälder. Ich muss runter, ich muss runter. Ich muss Barrieren, ich muss Barriere. Was habe ich? So, ich gebe mir schon mal selber Barriere. Hopp. So. Ich hasse es. Diese Mistviecher. Ui, der haut aber auch drauf. Na, immerhin habe ich diese Barriere bekommen. Ja, und ich muss mal eben einen Strang schlucken. Genau. Ich hasse Bären. Habe ich das schon mal erwähnt? Mistbär. Oh, und hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ja, nimm einen Trank halt. Nimm einen Trank, schluck. So, okay. Ah, ne, hinter uns ist keiner. Noch nicht. Der hat uns noch nicht gesehen. Siehst du? Ich bleib halt doch unten. Ich gehe nicht mehr aufs Pferd. Oh verdammt, das sind aber auch viele. So, hopp. Oh, aber was ist das denn? Du bist wohl. Oh, verdammt. Der hat mich aber auch schon wieder. Das ist er. So, ich muss mal eben hier weg. Eieiei. Vermutlich muss ich gleich wieder fliehen. Ich bezweifle, dass das die letzten von ihnen waren. Ja, ja, ich sehe das schon. Naja, momentan die anderen kommen ganz gut klar. Ich bin der Einzige, der wahrscheinlich nicht gut genug spielen kann. Aber noch leben die anderen zumindest. Das ist ja schon mal was wert. So, Cassie sinkt jetzt gerade. Ja, aber nimmt einen Trank. Okay, das ist gut. Na. So, okay. Ich sollte vielleicht auch mal wieder einen Trank schlucken. Nehmen wir so einen Regenerationstrank. Na komm. Wir überleben das, wir überleben das, wir irgendwie überleben wir das. So, okay, der ist tot. Der ist auch tot. Jetzt sollte es aber langsam mal gut sein, Leute. So lass. So lass. Standardangriff. Du machst auch mal so einen Trank. Meine Fresse. Und da hinten kommt schon wieder Typen an. Und da ist noch ein Wolf. Wollt ihr mich verarschen? Boing, genau. So, jetzt fällt er endlich mal um. Okay. Erstmal hier. Alles nehmen. So, alles nehmen, habe ich gesagt. Oder war da noch was? Hundsleder nehmen. Nehmen. Okay. Was habe ich denn hier? Achso, ein Schutzgeist. Heilt mich das automatisch? Nein, scheinbar nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Schade eigentlich. Mach ich mal so. So, okay. Das habe ich. Ich würde mal sagen, wir müssen hier weiter. Welche Richtung war denn das? Andere. Gut, da hinten ist auch irgendwo ein Lager. Ich denke, ich werde erstmal hier das Lager versuchen freizuschalten, damit ich mich wieder mittel hochheilen kann. Da das Astarium hole ich mir dann danach. Ich denke, ich die bessere Methode, weil offensichtlich hat es uns hier doch schon ein bisschen Aua gemacht. Habt ihr ja gesehen. Und meine Tränke, ich habe noch zwei. Ist arg eng dass mit den Lebenstränken, dass das wirklich so wenig sind. Eventuell müssen wir bei Gelegenheit mal nach Haven zurück und die möglicherweise verbessern, wenn das geht. Mal schauen. Zuerst mal muss ich aber erstmal hier ein paar gesetzlose Bogenschützen ausschalten. Bom, okay, da ist hin. Plopp. Na komm. So, Cassie müsste den eigentlich auch locker überleben. So, mit seiner Rüstungstremmung. Was soll's? So, bitteschön. Aus, tot, weg ist er. Hehe. Dann kommt der nächste. Verstärkte Verteidigungsrüstung. Oh, eine seltene schwere Rüstung. Für Cassie vielleicht ganz gut. Wenn wir im Lager sind, gucke ich da mal, was wir so eingesammelt haben. Wenn wir das Lager finden und wenn wir da angekommen sind und wenn wir hier, was ist das? Hier, nein, nichts zum Plündern zumindest. Gut, da oben müsste das sein. Schauen wir mal.
ob uns nicht noch irgendwie jemand über den Weg läuft. Dann schalten wir oben schnell das Lager frei. Da hinten ist auch, glaube ich, ein Bär noch gewesen. Noch einen Bär will ich eigentlich nicht. Was ist das denn? Kristallsägen. Die kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich nehme die mal mit. Auch wenn da hinten der Bär war. Kodex-Eintrag freigeschaltet. Kristallsägen. Das ist toll. Ich will die eigentlich hier hoch. Hier hoch. Hier komme ich hier hoch. Jawohl. Man muss sich eben nur Mühe geben. Hehe. Warum habe ich jetzt? Oh. Verdammt. Und jetzt kommt der Bär auch noch. Nein, zwei Bären. Ist nicht ganz so gut. So, ich hoffe mal, die rennen den anderen hinterher dann. Wäre mir ganz lieb. Oh, Cassie hat Probleme. Wo ist denn Cassie? Kann ich das auch so machen? Nee, ich sehe Cassie nicht. Da unten, da, sie liegt gerade, okay. So, okay. Meine Fresse, Bären. Mach ja. So, ich kann jetzt wieder kein Dings machen. Solas, wie sieht's bei dir aus? Der hat seinen Kettendings schon raus. Na gut, dann mach du mal den Recktrank. Ich hau hier weiter drauf. Oh. Du nimmst den Heiltrank. Meine Güte. Jetzt muss ich aber ganz schön unterbrechen hier. So, einmal vier. Und damit hat Cassie erwischt. Verdammt. Ich hasse Bären. Oh, die kommen ja hier hoch. Verdammt. Ich hatte gehofft, die kommen hier nicht hin. Ich guck mal, ob ich hier ein Lager aufschlagen kann. Nicht, wenn ich, bevor ich nicht geflohen bin. Verdammt. Ich muss hier erstmal weg. Die Bären sind mir gerade zu teuer. Zu Aua-mäßig. Das heißt, ich hau hier jetzt erstmal ab. Die anderen könnt ihr gerne ablenken. Der Bär rennt mir immer noch hinterher. Mann. Nerv nicht. Hau ab. Nerv nicht. Was ist das hier? Was zum Lesen? Toll. Mache ich bei Gelegenheit. Wo bin ich jetzt hier? Keine Ahnung. Scheiß Viech. Toll, jetzt bin ich wieder hier unten. Ich renne hier die ganze Zeit weg nur. Hau ab. Hau ab. Gib doch mal auf, Mensch. So. Der holt schon wieder auf. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Lalalalalala. Da hinten, ich laufe hier wahrscheinlich tausendmal im Kreis. Und nur weil die Zeit lagern, das ist doch ärgerlich. Voll nervig. Solas lebt scheinbar immer noch. Varric lebt auch noch. Cassie ist immer noch tot. Aber keine Ahnung, gegen wen oder was die jetzt kämpfen. Cassie portet sich immer mit mir mit. Das ist toll. Wahrscheinlich rennt er mir so lange hinterher. Nein, jetzt haut er ab. Na Gott sei Dank. So, komm. Achso, die haben wahrscheinlich von hinten drauf gehauen. Und deswegen haben sie den Bären doch ordentlich abgeschlagen. So, mal schauen, ob ich den Bären noch hinkriege. Komm, komm, fall um. Jetzt mach endlich. Ja, endlich. Oi, 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 das war jetzt eine schwere Geburt. So, Cassie kann aufstehen. Hier habe ich was zum Plündern. Eine Großbärenklaue. Na, ganz toll. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich den Weg wieder zurückfinde zu dem... Ich muss wieder an den Wegpunkt setzen. Mensch, ich war da gerade erst hier. Hier haben wir eine Sehenswürdigkeit. Nützt mir jetzt gerade gar nichts. Ich will eigentlich nicht kämpfen. Lasst die Leute in Ruhe. Ich will nicht... Ach, scheiß, komm. Schnell, fall um. So, Kristallsägen. Oh, jetzt kommen die anderen wieder. Warum heißt jetzt Pause? Ich habe da gar keine Pause gedrückt. Also mach du mal. So, okay. So, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Achso, das ist die 4. So, der eine ist hin. Ich will jetzt nach Möglichkeit keinen großartigen Trank mehr schlucken, weil ich habe nur noch einen. Cassie. Naja, wenn es dich wieder umhaut, ist mir das eigentlich auch egal.
Solange ich überlebe. Oder einer überlebt. Mal gucken, ob ich da hinten wieder, wo ich runterkam, wieder hochkomme. So ein Nackt-Totem. Keine Ahnung, was ich damit will. Eine Ehrenmedaille. Keine Ahnung, was ich damit will. Ein Kunstleder. Das war von Mabari. Oh nein! So. So, der ist hin. So, der hier, genau. Mehr dürften dann hier aber auch erstmal nicht mehr sein, oder? Nämlich langsam mal genug hier. Uiuiuiui. Schwere Geburt hier, zu diesem Lager zu kommen. Vor allem, ich will nicht nochmal zurückreisen müssen. Früher oder später würde das nämlich passieren. Guckt mal an, wie angeschlagen meine Leute sind. Ihr seid so gemein zu mir. Könnt mich doch mal durchlassen, einfach. Markas Erster, ein seltener Gegenstand. Der auch nicht schlecht. Nützt mir jetzt nur gerade nichts. Ich will nur zu diesem dümmlichen Lager. Und zwar bin ich hier hinten über das Ding hoch. Genau. Ich hoffe mal, das klappt jetzt beim zweiten Mal. Ich war so nah dran. Ach, verflixt. Ist hier irgendwo was, was wehtun könnte? Nein, scheinbar nicht. Dann gehe ich erstmal hier rein, plündere die Kiste und hoffe auf das Beste. Dann kann ich hier drin eine Sehenswürdigkeit platzieren. Das ist ja auch schon mal was wert. So, mittelschwere Abenteuerrüstung, Speer, Panzer, Armschutz. Wie gesagt, wir müssen irgendwann mal nach Haven zurück, um da vom Tytra Stahlachsage, um da mich uns neu auszurüsten, auch von den Rüstungserweiterungen, die man installieren kann auf der Rüstung. Das geht ja so unterwegs nicht, soweit ich weiß. Müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Aber jetzt nicht gleich. Ich habe jetzt nicht vor. Ich will jetzt eigentlich nur überleben irgendwie. Verdammt ich. Lasst mich am Leben, Leute. Ich muss wahrscheinlich wirklich mal ein bisschen mehr taktischer spielen. Dann sollte das klappen. Also ein bisschen mehr wirklich die Pause-Taste drücken. Und ein bisschen mehr Taktik spielen. Zumindest solange ich noch nicht vernünftig ausgerüstet bin. Hier haben wir Holz. Holz. Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann hier als eine Holzschlagposition beanspruchen. Na, den nehmen wir mit. Könnt ihr machen. Passt aber auf, wenn ihr hier Holz schlagt. Hier gibt es viele böse Mobs. Also böse Bären. Vor allem die bösen Bären. Die blöden Templer sind mir Wurst. Da hinten ist schon wieder einer. Bloß weg. Lass mich ja in Ruhe, Bär. Lass mich ja in Ruhe. Ich gehe hier lang. Hopp. Mal schnell abkürzen. Hehehe. Okay. Wir sind wieder da. Na, Gott sei Dank. Wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Ist nicht wahr. Machen wir das gleich mal. Und ich bin wieder heile. Na, Gott sei Dank. So, okay, Kontrolle über die Hinterlande abgeschlossen, wunderbar. Tränke, das andere können wir dann machen, die Tränke haben wir. Hier kann ich mal neu ausrüsten, da brauche ich Elfenwurzel, da habe ich 36 davon. Hier du auch. Die beiden haben je einen verbraucht, Solas und Varric. Okay. Hätten wir ausgerüstet, die Requirierung durften wir jetzt eigentlich momentan nichts machen können, weil wir eben solche vereldische Schlösser fehlen. Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Müssen wir mal schauen. Nicht wahr, Frau Offizierin? Du hast nichts zu sagen. Dachte ich mir. So, okay, ich guck mal jetzt hier. Jetzt, da wir ja eigentlich ordentlich ausgerüstet. Oh, guck mal, da hinten kämpft einer mit einem Bären. Ich greife da mal ein. Bin ich ja gar nicht so. Bumm, die sind alle schön geschockt. Wäre ich auch, wenn ich wüsste, dass ich hier mit einem Bären kämpfe. Komm. Solange die sich nämlich gegenseitig weghauen, brauche ich mich nicht um andere Sorgen. Haha. Oder vielleicht um Cassie. Weil der Bär macht ja eine AOE. Komm, fall um. Oh, Mann, wo kommt der denn her? Ja. Na, wenigstens sagt das ja jemand. Alter. Verdammt, lass da mal den Bin. Oh, ist ja nicht mehr nervig hier. Die nehmen schon wieder Heiltränke, wie die nichts gut. Na gut, okay, da können wir ja eh. Das Lager ist direkt in der Nähe. Das ist kein Problem. Können wir gleich wieder auffüllen. Das ist voll nervig hier. Kaum bist du fertig, kommen schon wieder so viele Bären an. Ah. Na gut, das war nicht mal unserer, der da durch die Gegend geflogen ist. Das ist gut. So, der erste Bär, der zweite Bär ist hin.
Jetzt nur noch diese, ja, Kriegsleute, die hier noch um der Gegend rennen. So. War's das? Ja, war's. Na, Gott sei Dank. So, meine Güte. Ach so, das ist, ich wollte schon gerade sagen, wer ist denn das? Das war nur Varric. Eine Muschelgemme nehmen wir mit. Hier plündern wir auch irgendwas, wenn ich denn rankomme. Plündern. Plündern. Okay, Ring des Verbesserten, bla bla. Auch plündern. Nehmen wir hier. Wolfsstatue aus Holz. Und schimmernde Baumwolle. Und hier unten hätten wir noch. Uiuiuiui. Eine Großbärenklaue. So, gefundene Klauen. 2 von 3. Oh, das ist auch eine Quest, die wir irgendwo haben. Na gut, okay. Wo wir waren jetzt? Hier in die Richtung war das Lager. Da gehe ich jetzt direkt mal ins Lager. Bevor ich mir irgendwas anderes vorknüpfe. Ist vielleicht sicherer. Und dann gehe ich hier erstmal schlafen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Zu berichten, Sir. Tschüss.